falsches Team. Hä? Was da? Musst du die abbauen. Frankreich spielt bald. Heute? Ja, gegen England. Ja. Ey, ich sag euch. 20 Uhr. So, mein Tipp. 2-0 Frankreich. Mein Tipp. Okay, on Kamera. Was ist dein Tipp für England gegen Frankreich? England gegen Frankreich, also... ich fürchte, an Mbappé ist kein Vorbeikommen. Also was ist dein Endergebnis? 1-4 Darf für ich Frankreich. Auch noch was sagen? Ein Moment, ja. Erstmal, was denkst du? Nein, oh, ich möchte nur noch mal Jens her. Ja? Ich fand es richtig cool, wie der Jens am Ende den Punkt geholt hat. Und das also, war sein Punkt, Da muss man das Feuer einfach mitnehmen. Das Feuer muss mitgenommen werden, ja. Genau. Wenn einem der Gegner blöd kommt, wenn einem die Schiri-Entscheidung nicht passt, nimm die Emotionen mit, steiger dich voll rein, ja, hol dir den Punkt, der gehört verdammt nochmal dir, gib ihn. Und trotz, dass ich Jens eigentlich als ruhevoll des Teams beschreiben würde, das war heute der aggressivste auf dem Platz. Ja. Also jetzt noch schnell ein kurzes Interview mit Adrian, mit dem Zuspieler. Also, Adrian Zuspieler, was sagen Sie zu diesem Spiel? Also ich war ja lange Zeit ausgefallen, aufgrund einer Krankheit. Ja, Rückfall. Aus diesem Grund waren die Bälle vielleicht nicht so super, aber es hat ja trotzdem geklappt. Genau. Danke. Ich danke. 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 Als Mittelblocker, was sagen Sie zu unserem Sieg? Ja, wir machen das jetzt recht professionell, okay? Also zuerst muss erstmal unten so Simon Damm, TSG Bayern. Alter und so ein Scheiß. An wen geht Grüße raus? Mein Opa, wie immer. Grüße, gute Schale. Sieg, 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 Sieg. Hey Ashraf. We are the champions, my friend. Of the world. Warte, gucken wir mal.